Hallo in unserem ID3 Pro Performance Max mit der neuesten Softwareversion drauf. ID 2.3.0. Es ist nicht angekündigt in den Release Notes, dass es irgendeine Verbesserung in der Navigation gibt mit den Ladestopps und so weiter. Trotzdem probiere ich das heute für euch hier mal aus. Ich habe nämlich vor einiger Zeit, bevor das Update hier kam, Navigation, das mit der alten Version, also mit der 2.1 Version, nämlich mal für euch ausprobiert, ein paar Szenarien, und die spielen wir jetzt mal nach. Dazu schalte ich erstmal auf das alte Video um und dann kommen wir nach dem ersten Planung mal hierher zurück. Hallole im ID3, noch vor dem großen ID 2.3 Update, deshalb kurzen Gegencheck hier im Navi. Navigation über Ladestationen. 80% im Tank und 80% Ladelimit. 80% sind 330 Kilometer. Das passt. Und wir machen mal Folgendes. Wir machen eine Navigation zu meinem beliebten Ziel, nämlich hier nach Selbitz. Mein Urlaubsziel, genau da starten wir auch und da kommen wir natürlich nicht an, weil es sind 363 Kilometer, also ein bisschen mehr. Also muss er uns einen Ladestopp reinplanen, was er auch tut. Funktioniert hier. Coole Sache. Wir schauen uns das mal an, wie der aussieht. Ja, und da wundern wir uns. Da ist nämlich hier ein Fastnet-Lader in Blech. Das ist eine super Station, die finde ich echt cool. Schade, dass der hier nämlich nicht eine Satellitenview hat. Dann würde man sehen, dass hier ein schöner Park ist, wo man dann nämlich Mittagspause machen kann. Da bin ich eigentlich gerne und ärgere mich jedes Mal, dass ich dort nicht laden kann, weil das Ding nämlich, also Fastnet an sich, überhaupt nicht im V-Charge drin ist. Jetzt gute Frage, warum wird mir das hier eigentlich vorgeschlagen? Habe ich das falsch konfiguriert? Schauen uns das nochmal an. Wir können das ja hier eingeben und da habe ich eindeutig gesagt, nee, nur V-Charge. Was da los? Weiß hier das Auto etwas schon mehr als wir? Gute Frage. Wäre ja natürlich eine coole Sache, wenn das funktionieren würde. Wir machen den Gegencheck aber hier unten mal in der App. Die ist nämlich da etwas besser. Ist auch relativ weit entfernt, kurz vor meinem Ziel. Hier, Gewerbepark Schöntal heißt das da, Fastnet. Und eigentlich ist auch hier WeCharge angewählt. Mit dem Xle davor, keine Ahnung. Nein, hier, guckt mal. Nichts geht da, ne? Hier ist auch eine eindeutige Warnung, dass man da mit WeCharge noch nicht laden kann. Ich war ja dort schon, es hat nicht funktioniert. Ich habe dann ja zufällig einen Techniker dort getroffen, der hat mir es dann freigeschaltet. Vielen Dank nochmal an Fastnet für die Unterstützung dieses Kanals. Nee, geht nicht. Und deshalb wundere ich mich hier tatsächlich heute Morgen, warum mir das hier in meiner Ladeplanung vorgeschlagen wird, ne? Ist ja mysteriös, VW. Ich hoffe, du bist deiner Zeit voraus. Seht ihr hier, ganz knapp verfehlt das Ziel. Aber mit WeCharge an Fastnet, da wird man da ganz schön auflaufen. Wenn ich nämlich keine andere Ladekarte dabei habe, dann stehe ich halt dort, ne? Das darf nicht passieren. Ich bin gespannt, ob das mit dem nächsten Update irgendwie besser wird, irgendwie anders wird. Ja, auch die mysteriöse Anzeige da. Ihr habt es gerade nochmal gesehen, der ganzen Werbung da. Das muss auch alles weg, funktioniert auch alles nicht, habe ich alles eingegeben, dass ich das nicht haben will, kommt trotzdem, ja. Ihr seht schon, da ist noch Verbesserungspotenzial. Ich bin gespannt. Okay, jetzt bin ich also hier mit der neuen Software 2.3.0, 2.3.0 wahrscheinlich, und wir machen jetzt dasselbe. Ich check das hier mal, ja, 80% geladen, Ladestand auf 80, das stimmt. Wir gehen in die Navigation. Und ich muss hier auch mal Setup noch checken. Zielführung, Routenoptionen, also erstmal Ladestopps überhaupt und dann hier WeCharge. Ist also komplett gleich. Wir sind auch am selben Standort auf dem Rathausplatz. Sollte also dasselbe Ergebnis bringen. Ja, okay, Verkehrssituation ist vielleicht nicht ganz gleich, das ist okay. Da haben wir Unterschiede. Und erster Punkt war ja hier Selbitz. Wir checken also mal, was das Auto hier plant. Ja, wir sehen schon das Spiegeleieransicht. Und wir nehmen diese Route, ne? Schauen wir mal, was er uns reinplant.
vielleicht schafft das ja auch jetzt auf einmal hin. Nein, macht er nicht. Irgendwas hat er uns reingeplant und wieder Fastnet. Also Leute, ich weiß nicht, funktioniert jetzt tatsächlich die WeCharge mit Fastnet? Ich glaube nicht. Und Werbung haben wir auch wieder weiterhin hier. Die schönen Tankstellen, ich verstehe es nicht. Also da ist keine Verbesserung. Schade, ne? Jetzt, also das sind ja wirklich nervige Sachen, die könnte man doch mal verbessern. Ich denke auch, ein Team sitzt da dran und macht es. Also, Startpunkt 1 war schon mal nix. Ich glaube, hier ist überhaupt kein Unterschied. Sieht genauso aus, wie es bei der 2.1 aussah. Also wieder zurückschalten auf 2.1 und das nächste Ziel ausprobieren. Ladeplanung im ID3 mit der Version ID 2.1. Genau. Erwartung ist ja in 2.3. Gibt es da Verbesserungen? Deshalb nochmal ein Check hier bei mir. Rahmenbedingungen. Ich habe auf 80% geladen. Mein Ladelimit ist auch auf 80. 80% sind 331 Kilometer bei mir. Soweit, so gut. Die Einstellungen hier in der Navigation. Hier Setup, Zielführung, Routenoptionen ist natürlich aktiviert, die Ladestopps und die Einschränkung der Ladestopps auf WeCharge. Gut, wir gehen in die Karte bzw. gleich mal ein Ziel anwählen und letzte Ziele. Ich wollte nämlich nach Flensburg fahren. Flensburg ist so eine Entfernung, wo das Auto gerade noch kann und deshalb checken wir das immer aus. Und macht da auch eine schöne Planung. 3 Ladestopps, no problem. Super Sache. Hier oben, wir kommen noch heute an, 9 Stunden und 51 Minuten und wir schauen uns die Ladeplanung an. Ja, Überraschung, 50 kW Rewe. Ja, wir wollen bei Rewe mit WeCharge 50 kW 42 Minuten aufladen. Nicht lustig, das hier unten ist natürlich in Ordnung, wieder auf 80% zu laden in einer halben Stunde, das ist okay. Nee, Leute, das geht gar nicht. Rewe 50 kW, das muss besser werden. Schönes Beispiel. Okay, ihr sagt schon, muss ich halt mal ein anderes Ladeziel reinmachen. Kann ich gerne machen. Wir machen mal auf 90 und schon verändert sich die ganze Geschichte natürlich. Deshalb Gegencheck, Route neu berechnet. Wir brauchen auch nicht mehr so lang vermutlich dann, aber auch wieder 3 Stops und Fastnet. Ja, also VW, ich weiß nicht genau, was hier los ist. Ja, ich hätte gern einen Button, nur Ionities. Das wäre, glaube ich, nochmal eine bessere Lösung. Ich meine, hier, das ist okay. Jetzt noch auf 90% in 40 Minuten laden, ist auch okay. Aber ein Fastnet reinmachen, den ich mit WeCharge gar nicht benutzen kann, ist auch nicht gut. Na gut, da kann man also definitiv noch was verbessern. Ah, ich wollte kurz gucken. Gesamte Ladezeit ist bei 1 Stunde und 54 Minuten, 10 Stunden und 18 fahren wir. Wenn ihr wollt, Extremfall noch, was man nicht planen sollte, auf 100%. Wenn wir weniger Ladestopps machen wollen, geht auch. Wir schauen uns das an. Kriegen wir eine Planung? Ja, kriegen wir. Und da kriegen wir auch schöne Ionities, so wie es sein soll, wie ich das gerne hätte. Jo, das sieht gut aus, nur stehen wir da natürlich ewig bei denen. Aber in Summe gar nicht so schlecht, die Planung. Ne? Nee, es kommt drauf an, tatsächlich, wenn die halt da Lommellader reinmachen oder irgendwie meinen, am Fastnet kriege ich nichts. Ja, da ist Verbesserungspotenzial, Leute. Okay, jetzt sind wir hier wieder auf unserer... Ihr glaubt das immer nicht, also gehe ich nochmal hin. Ich hätte da eigentlich stehen bleiben sollen. Hier, 2.3, Navigation und Flensburg. Flensburg habe ich nicht. Mache ich mal eingeben hier, ne? Flens? Na komm. Flensburg. Flensburg, 686 Kilometer. Achso, ich wollte euch hier noch zeigen. Mein Auto sagt übrigens jetzt 328. Okay. Und das nur nochmal zur Vervollständigung. Und wir starten nach Flensburg direkt zum Ziel. Schauen uns das an. 877 Kilometer, sagt er jetzt, ist zum Fahren. Er hat wieder 3 Lader drin und den Rewe. Okay, das ist definitiv keine Verbesserung. Nee, also ich hatte gedacht, die ersten Updates mit dem USB-Version, dass da hier irgendwie Verbesserungen waren. Also hier sind keine Verbesserungen. Definitiv nicht. Ich habe 3 Lader und ich habe einen Rewe drin. Das ist natürlich Unfug. Ja, ich guck mal gerade, ob es... 1, 2, 3 Lader, ja, das ist auch korrekt. Wir müssten dann noch mal ein bisschen weiter navigieren, um diese andere Sache zu checken.
Nein, das ist es nicht. Also nach Flensburg fahren und mit einem anderen Ladelimit auf 90% einmal. Und zurück in die Navigation, wird normalerweise gleich geupdatet, macht er auch. Schauen, was er jetzt hier rausbringt. Und auch ein Fastnet drin. Auch hier wieder genau dasselbe. Ich glaube, es ist genau gleich. Ja, es ist genau dasselbe, was wir vor ein paar Wochen mit der 2.1 auch hatten. Also da ist kein Unterschied. Und hier wieder nachvollziehen in der 2.3. Die Änderung war, dass ich jetzt hier auf 100% gegangen bin. Und zurück zur Navigation. Wir schauen uns das an. Zwei Ionities, das ist positiv. Leider laden wir dort 50 und 55 Minuten. Das ist natürlich nichts. Aber ja, so sieht's aus. Es ist komplett gleich. Also da ist für mich jetzt kein Unterschied in dem Ganzen zu sehen. Sprich, keine Verbesserung hier bei dem ganzen Planen mit den Ladestationen. Zielführung, Routenoptionen, Ladestopps automatisch hinzufügen und hier nochmal die Auswahl für Recharge. Ja, zwei Sachen dürfen auf keinen Fall passieren. 50 kW Lidl oder Rewe-Lader dürfen nicht passieren. Und natürlich, wenn ich Recharge habe, sollten auch nur Recharge-fähige Ladepunkte angefahren werden. Und meiner Meinung nach ist das Fastnet im Moment noch nicht. Ihr könnt mich da korrigieren. Ich bin der Meinung, das ist nicht möglich, mit Fastnet da zu laden. Sagen natürlich alle, klar, ist da gar nicht geupdatet worden, war gar nicht angekündigt und überhaupt. Ja, wir hatten es aber gesehen bei der USB-Version oder es wurde behauptet, das ist ein bisschen schwierig, die Kollegen, die haben das leider nie richtig ausprobiert. Und auch bei der Vorführung, bei der Pressekonferenz wurde auch ein bisschen rumprobiert, da hat man auch nicht richtig was gesehen. Da merkt man aber schon die Erwartungshaltung. Also die Erwartungshaltung war, dass auch Sachen behoben werden in diesem ersten Over-the-Air-Update, die wirklich der Schuh drückt, und das ist eine davon, diese Navigationsgeschichte, und deshalb ist es total traurig und total schade, dass da nichts passiert ist. VW, bitte macht da mal eine Ankündigung, wann da was passiert, weil das kann so nicht sein. Alle eure Umsteiger, die von einem Verbrenner jetzt umsteigen auf ein E-Auto und so eine Planung da kriegen, das sind ja nur zwei Trivialbeispiele jetzt hier bei mir gewesen, die werden da reinfallen. Eindeutig. Ja. Software 2.3 und Navigation und Ziele und ist nicht drauf. Favoriten. Es gibt aber noch einen schönen Favoriten. Nordkap. Und zwar direkt zu einem Lader fahren wir ans Nordkap. Natürlich fahren wir direkt dorthin. Mal schauen, ob die neue Version wenigstens zum Nordkap fahren kann. Ob es da eine Einschränkung gibt in der Anzahl der Ladestopps oder was. Er versucht es zumindest. Das ist schon mal positiv. Normalerweise bricht das eigentlich immer gleich ab. Und, na, no. Ihr seht schon hier, kann ich nicht. Ja, schade, auch das geht leider nicht. Klar zeigt er das an. Bis so weit kommt er und dann war's das. Ja, kriegen wir nicht hin. Schade, wir können nicht zum Nordkap fahren. Da ist natürlich weiterhin die Begründung, das Auto navigiert nur so weit, wie es eigentlich auch, sagen wir mal, in einem Tag kommt. Und das sind halt irgendwie so 1000 Kilometer, 1200 vielleicht, ne? Okay, gut. Schade, VW. Ansonsten sage ich jetzt hier mal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.